Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir uns selbst zusammenbasteln können. Und zwar geht das Ganze über eine kleine Questreihe. Und zum Anfang als Bemerkung, ja, ich habe endlich das Rostfedermount, diesen schicken Schrotthaufen Drifter, vorhin gerade bekommen. Jetzt aber zu dem Mount, was wir uns spielen wollen. Und zwar ist das ein Mount, wo wir eine kleine Questreihe durchspielen. Das sind insgesamt 12 Quests und ich habe es hier schon offen. Man findet es auch unter Quests und dann Battle for Azeroth und dann heißt ein Reittier Marke Eigenbau und da seht ihr, welchen Fortschritt ihr habt. Wie funktioniert das jetzt? Ihr müsst einmal nach Mechagon und hier unten haben wir jeden Tag eine Quest. Und wenn ihr insgesamt alle 12 Quests, die ihr erledigen könnt, abgeschlossen habt, bekommt ihr euer Mount. Jeden Tag könnt ihr eine von diesen Quests machen. Heißt, wenn ihr jeden Tag dran bleibt, sind es 12 Tage und ihr habt euer Mount gebastelt. Das sind immer nicht sonderlich schwierige Sachen. Man muss irgendwelche Mobs umhauen, irgendwelche Sachen bringen. Die dauern meistens nur 5 bis 10 Minuten, diese Quest zu machen, wenn nicht sogar weniger. Ich bin jetzt hier bei der letzten Quest. Da gehen wir jetzt einfach hin. Die machen wir jetzt kurz zusammen, dann seht ihr das. Und zwar, seht ihr, bekommen wir hier direkt unser Mount. Und wir müssen jetzt mal einen Teil noch zusammenbauen. Und dieses letzte Teil können wir hier beim Pascal zusammensetzen. Und zwar haben wir den hier. Da drücken wir jetzt mal die richtigen Knöpfe. Und zwar brauchen wir 500 S. Und da sehen wir schon, das Teil brauchen wir einmal. Da brauchen wir 5 Energiezellen, 8 von den Kisten. Und von den Kettenzündungsspulen brauchen wir auch insgesamt 8. Ich bin in Mechagon jetzt schon viel unterwegs gewesen, deswegen habe ich einen Haufen Teile. Solltet ihr die nicht haben, könnt ihr easy einfach ein paar Kisten aufmachen, ein paar Rares töten, dann kriegt ihr das Zeug eigentlich nachgeschmissen. So, das haben wir uns jetzt geholt. Das geben wir jetzt hier bei ihm ab. Und bekommen hier unser Mount. Und mehr ist es nicht. Achievement gab es auch. 12 Tage habe ich jetzt hintereinander diese Quest gemacht. Und dementsprechend können wir es uns jetzt einmal angucken. Und da haben wir es auch schon. Schrottgeschmiedete Mecherspinne heißt die. Wieder gelernt. Eins mehr. 584 habe ich jetzt. Und dann steigen wir doch einmal auf die. Und von diesem Model gibt es schon mehrere. Eins gibt es unter anderem in der Instanz noch, das ein ähnliches Model hat. Und ein ähnliches Model haben wir dann auch noch von hier dem Achroniden Ernter. Das Mount habe ich auch schon. Das könnte ich euch auch noch zeigen, wenn ihr wollt. Mechagon. Das ist quasi die rostige Variante, sieht sonst genauso aus, bloß in rostig, droppt halt von dem Rare Mob. Ja, mehr ist es nicht. Und dann gibt es halt noch eine andere Variante hier mit so ein bisschen goldenerem Lack, die dann von der Raidens oder von der Fünfmann-Instanz droppt. Und zwar hier von der fliegenden Unterdrückungseinheit JK-8. Da kriegt ihr quasi den letzten Krabbler her. Der wird mir dann auch noch fehlen, aber die Instanz öffnet ja quasi dann erst am Mittwoch. Und dementsprechend müssen wir da noch einen Ticken drauf warten. Ja, das war's mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich von euch weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.